Naruto 1986, herzlich willkommen zu Dragon Ball Z Kakarot Part 73. Das hat er extra so gemacht. Er wollte. Das wollte er ja tun, du Trottel. Das hat sich nicht getan. An deiner Stelle will ich immer nicht lachen. Merkst du eigentlich überhaupt was? Hat sich bei dir was verändert, du Trottel? Also Buu ist einfach nur blöd. Der hat ihn absorbiert, klar. Aber durch den Schutzschild, was er aufgebaut hat, hat's nichts gebracht. Dadurch ist die Kraft von ihm nicht auf ihn übergegangen. Durch den Schutzschild. Und der Trottel lacht sich eins ab wie ein Vollidiot und merkt es noch nicht mal, dass er es und hat es noch nicht mal Kraft, dass es nichts bringt. Ja, wakaran so? Oh Gott. Er merkt noch nicht, dass er es noch nicht geändert hat. ちょっと変だとは思わんか?奴はこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。じゃが、今回は変わっていない。どういうことですか?もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。 Ja, natürlich, wir sind gerissen. So. Die Vorhersage von Ruge Kaishin erweist sich als zutreffend. Vegeto-kan in Majin Buus Körper eindringen und die Kontrolle über seinen eigenen Körper behalten, indem er eine Barriere bildet, bevor er es absorbiert wird. Tja. Im Inneren trennt sich Vegeto wieder in Son Goku und Vegeta, auf die dann Son Gohan, Piccolo, Trunks und Son Goten aus ihrem ihr seid doch so ekelhaft, ey. Ernsthaft? Müsst ihr das eigentlich so schreiben? Hättet ihr das nicht anders schreiben können? Ich lese es trotzdem. Fleischigen Gefängnis befreien. Boah, Alter, ihr seid so widerlich mit dem Fleischigen. Alter, hättet ihr das nicht anders schreiben können, das Wort? Ihr seid doch echt ekelhaft. Mit was denn? Du hast keine neue Kraft, du Penner. Merkst du es eigentlich noch nicht? Weil jetzt sich nichts geändert. Merkst du eigentlich was? Du Trottel. Tja. Du schwächst wieder ab, Alter. Genau, das klingt noch nicht genial gemacht.
So, jetzt bist du wieder schwächer. Jetzt ist es mir egal, ob dieses ganze dämliche Gelaber kommt. Jetzt ist okay. Oh Mann. So, wir sind im Finale angekommen. とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。 Wie, was? Der kriegt ihn auch Kraft? Ah ja, klar, stimmt. Yoshi, sugu ni Buu no tokoro ni modoru zo. So, jetzt. Speichern. Düsteres Smog. Begib dich zu Kid Buu. Das heißt, wir haben jetzt das Finale danach erreicht. Also, what the fuck? 68 bei Son Goku und 66 bei Vegeta. Ja, aber wir begeben uns jetzt noch nicht zu Kid Buu. Wir machen jetzt erstmal was komplett vollkommen was anderes. Wir werden das Finale noch nicht anfangen und noch nicht starten. Wir wollen noch ein paar Parts raushauen. Und das machen wir aber dann erst da jetzt noch ein bisschen. Aber fangen noch nicht mit Kid Buu an, das könnt ihr vergessen. Zuerst mal schnell auf... So, hier drauf. Ja, super, auf Vegeta. Oh Mann, wir sind voll. Genau, wir können jetzt mit Vegeta noch ein bisschen kämpfen und so. Dann machen wir das jetzt noch. Und dann Lego. Erstmal, ich gucke bei mir. Mit den Fähigkeiten. Ob wir hier von den Fähigkeiten noch irgendwas raus... donnern können oder ob wir erst noch mal trainieren müssen. Naja, so wie es aussieht, müssen wir noch trainieren. Aber das Beste ist, das allerbeste ist gerade, wir haben von Son Goku hier auch fast alles. Wir haben von Son Goku auch fast alles. Das heißt, wir haben nur noch drei Trainingseinheiten. Das und das. Also insgesamt noch vier Trainingseinheiten bei Goku. Weil dann haben wir Goku komplett aufgelevelt. Dann haben wir den richtig komplett. Die anderen können wir jetzt dann so frei machen. Oh, Alter, das ist so der Hammer. Dann schauen wir mal gerade hier. Ja, ich bin ja bis 70. Macht, ne? Was denn schon? 1, 2, 3, Kaioken. Ich guck bei Vegeta. Erster. Machen wir erstmal hier das. So, dann werden wir natürlich ganz klar, ganz normal was anderes weiterhauen hier. So. Endlich kann man den Super Saiyan schon auch wieder einsetzen. Meine Fresse, endlich kann der Super Saiyan schon wieder eingesetzt werden. So, wechsle ich hier. So, wechsle ich jetzt hier erstmal um hier bei Vegeta. So, jetzt hat er nämlich, jetzt hat Vegeta, jetzt hat hier Vegeta, jetzt hat hier Vegeta, jetzt hat hier Vegeta, jetzt hat hier Vegeta. Hier, Vegeta hat jetzt wieder, endlich wieder, den Super Saiyan 1 und Super Saiyan 2 drin. Jetzt hat er wenigstens beide Super Saiyan Verwandlungen Gott sei Dank wieder drin. Und das soll auch bleiben, verdammte Axt. Ich habe da keine Lust, dass der draußen ist. Ich will, dass der Super Saiyan 1 mit drin bleibt. Gut. Gucken wir mal hier schnell auf Dreieck. Ob man hier von dem was freimachen kann noch.
Okay, hier gibt es leider nichts. Hier brauchen wir auch noch mal eins. Ja. Ja, gut, dass wir Vegeta auch fast komplett hier trainiert haben. Okay, das heißt, Muskel brauchen wir, beim Training brauchen wir dafür 1, 2, 3, 4, 5. Bei dem, okay. Das heißt, beim Vegeta brauchen wir hier auch nicht mehr so viel. Dann haben wir Vegeta auch durchgebracht. Genau wie Goku. Passt doch. In dem Sinn passt es eigentlich. Diesmal ist Vegeta der Tote. Cool. So. Wow, 8D-Medaillen. So. Damit haben wir jetzt 8D-Medaillen bekommen. Damit haben wir durch die 8D-Medaillen jetzt haben wir hier 99. Perfecto Mondo. Das passt doch supi. Das speichert jetzt ab, dass wir die haben. So. Vegeta, was suchst du da hinten? Komm her. Meine Güte, Vegeta, was machst du denn für einen Blödsinn hier? So, noch eine D-Medaille, dann haben wir 100. So. So. So, 100 D-Medaillen haben wir jetzt. Wieder. Damit haben wir jetzt wieder 100 D-Medaillen. So, das mit Menschen Buu, das lassen wir jetzt mit Kid Buu. Hier, das ist jetzt diese düstere Smogger, den lassen wir jetzt. Und gehen erstmal auf Karte, da ist keine Trinkbots mehr, aber scheiß drauf. Okay, Bohnen können wir hier keine, leider egal. Gehen wir mal zurück zu Gokus Haus. Dank Super Vegeto werden Son Gohan und die anderen aus ihrem pinken Gefängnis befreit. Da die Absorbierten ihm jetzt nicht mehr zur Verfügung stehen, unternimmt Majin Buu eine gefährliche Transformation. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Das heißt... So. Ich will nicht nur hingegangen, um das zu machen jetzt. Ich will kurz gucken, was wir noch machen können. Ultimative Folge, dann Drachenfaust. Wow! Drachenfaust, oh ja, die ist hammergeil. Ja, und die werde ich auch einnehmen. Hat das sonst noch was anderes außer die Drachenfaust? Super Urknall. Wow! Oh, what the fuck it here? Hier, what the fuck? Super Urknall. Der Super Urknall. Haha, geil. Limit Break Garlic Strahl. Oh, Limit Bär. Da haben wir dann hier 1, 2, 3 Sachen noch. Haha. Cool, 3 Sachen haben wir hier noch. Bei Goku haben wir hier 1, 2. Ja, und hier unten, ja schon. 1, 2. Also nur diese 2 haben wir noch hier mit frei. Und Ding. Okay. Aber diese, ich lasse es mal. Ich hole erstmal noch sehr, sehr viel mehr
Medaillen, dass ich dann das hier überhaupt machen kann, hole ich dann erstmal sehr, sehr viel mehr Medaillen erstmal. Zuerst mal werde ich hingehen und werde noch so ein paar Kämpfe machen und gucken, ob wir noch ein paar solche Zeitkämpfe machen können. Warte mal. Um ein bisschen hochzukommen. Wenn da noch was ist. Nebenstories. Ist hier leider nichts mehr. Ja, kommen wir. Ja, genau. Wir machen jetzt noch ein paar Nebenstories. Und dann, wenn wir das dann haben, dann, ja. Wir werden erstmal unseren. Ich werde erstmal einen Vegeta. Ich will jetzt erstmal so einen Goku und Vegeta erstmal ein bisschen trainieren. Dass ich die ein bisschen stärker kriege. Und dann, will ich mich um die Trottel da drüben drum kümmern hier. Und dann haben wir es nämlich auch. Deswegen erstmal schon ein kleines Training machen, um die zwei noch ein bisschen mehr zu leveln, um Vegeta noch ein bisschen mehr zu leveln und Goku auch. Okay, kurz mal hier hinreißen. Wir lassen diese Dings erstmal. Wir lassen jetzt das Kid-Kampf erstmal. Kid Buu ist Finale, klar, aber trotzdem. Das ist noch nicht gleich, das ist jetzt noch nicht gleich das Finale. Wir müssen erstmal ein paar Mal gegen Kid Buu kämpfen, klar. Und aber ich will da gucken, dass ich dann davor ein paar Parts aufgenommen haben kann. Dass ich das Finale dann mit einem richtig langen Ding aufnehmen kann. Und wenn ich dann so eine Vegeta bei mir habe, dann passt sie eigentlich. Okay. Wahrscheinlich, ja. Alles klar. Weil wir haben erst 68. Ich will gucken, dass ich die erstmal ein bisschen hochgeballert bekomme. Ich will erstmal gucken, dass ich die jetzt erstmal hier richtig hochgeballert kriege. Son Gokus Haus? Nee. Okay, neben Quests gibt es wahrscheinlich keine mehr, wie ich gerade sehe. Aber egal, scheiß drauf. Das ist ja nicht so schlimm. Dann machen wir das jetzt so ein bisschen und dann. Ja. Ich glaube, wir machen jetzt noch. Ja, doch, ich glaube, wir machen jetzt noch eine Stunde und dann ist hier komplett Schluss. Dann machen wir morgen weiter. Da sehen wir, ich jetzt noch ein paar Parts aufnehmen. Dass ich dann hier ein bisschen was weggehauen bekomme hier von den Parts. Dass wir jetzt nicht nur die Hauptstory machen. Wir machen jetzt nur die Hauptstory gerade. Wir werden noch ein paar normale Dinger hier noch machen. Weil wir ja gerade im Finale dann ankommen. Deswegen will ich jetzt gerade das hier ein bisschen machen. So, dann wollen wir mal gucken. Krangradar und. Hey, warte mal, gibt es diese Zeitteile auch nicht mehr? Oder wie muss ich das verstehen gerade? Na, jetzt egal. Komm mal her, dann trainieren wir so noch ein bisschen. So. Einfach so was halt schon. Oh yeah. Nanka yaga na. Sassa to katazuke chima ka. Bu no yosa do da? の気の出方は今のところ変わってねえな。それが逆に不気味だぜ。よし。いい調子だ。覚悟はいいか。やりっこほー。
Inspektoral. Das kannst du vergessen. Und Genki-Dama X nimmt die Genki-Dama. Vegeta-sama-to-yari-aeru-to-wa-nakanaka-da. Weißt du was, können wir eigentlich ausprobieren? Könnten wir eigentlich gerade ausprobieren, ob es klappt. Ich weiß es nicht, können wir aber gerne probieren. Vielleicht kriegen wir es ja hin gemeinsam. Okay. Alter, nee, ich glaube, das schaffen wir irgendwie gerade nicht, weil ich glaube, da müssen wir irgendwie anders trainieren. Da müssen wir irgendwie, glaube ich, anders trainieren. Sorry, das funktioniert so nicht gerade, aber. Die haben 75, ich glaube, das schafft man so in dem Training. Das schafft man wahrscheinlich so gar nicht. Ja, lassen wir mal lieber. Und? Ja, das passt doch. Das machen wir lieber andersrum. まだ動きはなさそうだな。 おや。 Oh, yeah. なんか嫌だな。 あ、 この辺に来たな。 やりっこほー。 Und Super Saiyan 3. Junge, wenn du noch einmal den Scheißstrahl auf mich hättest, du blöder Pisser, jetzt reicht's. Und die Frage, wie viel EP Charakter, ich muss gucken, wie viel KP brauchen wir.
Für die nächste Stufe, da steht da irgendwo was dran, wie viele Stufen mehr? Ah, okay, 3567 brauchen wir dafür noch. Dann haben wir das nämlich auch. Okay. Dann kriege ich den Code nämlich auch hoch. Da müssen wir so ein bisschen, da müssen wir halt leider so ein bisschen trainieren, Freunde der Nacht. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ja. So, 101. Den Medaillen haben wir. Boah, das war schon gleich von weit schon so gesehen hier. Neue Medaille, perfekt. Hä? なかなかやりそうなやつだな。おや。 So, dann haben wir jetzt schon mal hier. Noch die Medaille. Und. Jawohl! Okay. Wow! Gleich noch eine neue D-Medaille gekriegt. Cool. Gleich zwei D-Medaillen hier drin gefunden. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Hi Vegeta. Gut, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Und so. So, dann bis gleich.